Hey Freunde, willkommen zurück zu Pokémon XD, der dunkle Sturm, hier auf dem Nintendo GameCube. Wir sind stehen geblieben hier im Lagerturm und haben kurz vor Ende nochmal so einen doofen Kabel-Synchron-Fehler-Scheiß gehabt. Aber gleichzeitig haben wir nochmal Krypto-Erlösungs-Dings das bekommen. 4 von 5 sind erlöst. Ich würde sagen, dann gehe ich mal direkt los, um die zu erlösen. Ich weiß, es kam noch ein Poképlatz. Moment mal, ich kann ja trotzdem nochmal gucken. Es kam ja auch noch ein Poképlatz-Meldungsdings. Und ja, da kann ich ja mal nachgucken. Wenn ich Glück habe, ist es ja doch ein Kneckleon. Vertreiben wir uns einfach mal damit die Zeit. Ist ja nun nicht wirklich Zeitverschwendung, denn wenn es ein Kneckleon ist, habe ich ein nächstes Pokémon für mein Team. Von daher, aber wie level ich das dann hoch? Alle anderen sind jetzt schon auf 30 plus. Ich glaube, das würde ich einfach mitnehmen und einen EP-Teiler geben. Hat ja mit Stalunia auch ja ganz schön gut geklappt. So, Wüstenplatz haben wir. Da wollen wir hin, so. Oh, ein Sandan. Mann, ey, das ist voll schlimm. Ich habe zwar auch noch gar keinen Sandan, aber will ich auch gar nicht so unbedingt. Ist vielleicht gut für einen Kryptobiss, aber sonst, also ich versuche jetzt wie immer zu schwächen. Moment mal, ich kann ja Sternschauer probieren. Achso, und ich bin mir teilweise sehr sicher, dass diese Aufnahme in 16 zu 9 sein wird. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, indem ihr das Video angeklickt habt. Ja, wie gesagt, die Kabel, die sind irgendwie komisch. Also das Komponentenkabel, was ich für die Wii benutze. Dieses Universalkabel in meinem Aufnahmegerät. Was halt für Xbox, PS3 und Wii ist. Für Xbox funktioniert es ja gar nicht, für die Wii funktioniert es teilweise. Wir sehen ja, wie es funktioniert. Und, nein, doch kein Spitzname, nein, Sandan, genau. Und das Problem ist halt, oder nein, kein Problem, ist ja eigentlich ganz cool, wenn es ein 16 zu 9 ist. Ich denke mal, ihr findet das auch nicht so schlimm. Aber es ist halt komisch, da habe ich immer eine Zeit lang Rahmen und dann ist wieder drei Parts hier in 16 zu 9 und so. Ich hoffe, das stört nun keinen, mich stört es ja eigentlich nicht. Ist ja cool, mal in 16 zu 9 zu sehen, ja, nein, nein, nein. Aber naja, dann hätte ich dann doch lieber gerne so eine monotone Auswahl, also dass es immer im Rahmen ist oder immer in 16 zu 9. Ich kann das noch nicht beeinflussen. Da ist ein Pokémon, dessen Herz irgendwie geöffnet werden kann. Ja, irgendwie ist gut. 3 Stück haben wir. Fangen wir gleich an hier mit Samozil. Habe ich auch die ganze Zeit überlegt, ob ich ein Samozil leveln soll. Weil Blalas ist cool und Tengulist ist auch ganz cool und kann stark sein. Aber ist ja aber so eine Sache, ne? Egal, Samozil ist erstmal schön erlöst. Bin ich gespannt, was es lernt. Samozil erinnert sich an Gigasauger. Boah. Gigasauger ist fett. Und Heilung. Alter, ein Samozil mit Gigasauger. Das ist doll, Alter. Das ist richtig doll. Da denkt man sich auch so, hätte man ja leveln können. Na egal, ist ja jetzt eh zu spät. Ich möchte es eigentlich auch gar nicht in Tier haben. Hier Pupunks bzw. Lepumentas wäre auch voll stark eigentlich. Aber ich habe schon genug Team-Pokémon. Genug gute Team-Pokémon. Von daher, scheiß drauf. So, Pupunks, was lernst du? Ich denke mal Psystrahl oder sowas. Felsgrab. Okay, dann kannst du wahrscheinlich so schon Psystrahl. Und Heilung. Hat die aber alle mit Heilung haben, ey. Jedes zweite Pokémon lernt Heilung. So, welches haben wir als nächstes? Voltoball. Den lebendigen Pokéball haben wir also. Hat ein Voltoball? Ach ja, von die Queen, ne? Vom ersten die Queen-Treffen. Das war noch Zeiten. Was lernt denn unser Bällchen? Spiegelcape, okay. Na, die Attacke ist eigentlich standardmäßig, lernt es ja sowieso. Und Heilung. War doch so, dass Voltoball bzw. Elektroball einfach so Spiegelcape lernt, ne? Das war so, ne? Da lüge ich richtig. Eigentlich. Ich denke mal. So, Weberak wird erlöst. Voll fett, ey. Habe ich schon 6 Foren. Die werden gleich nochmal ein bisschen voller. Und nur noch 2 Krypto-Pokémon, denn voll krass. Ich muss mal wieder Krypto-Pokémon nachfangen. Das geht ja nicht. Da-da-da-dam. Schaufler, cool. Und? Wahrscheinlich Heilung, wa? Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Jedes Vieh, jedes verdammte Vieh lernt Heilung. Egal, wir gehen gleich wieder rein. Los, los, los.
Und zack. So, ne, die ersten drei sind ja eh schön schnell. Da ist Natu. Holen wir erstmal hier Sander an. So. Kannst du Tempo erhöhen? Nein. Kannst du hier Tempo erhöhen? Nein. Kannst du hier... Ja, so. Du kannst hier rein. Oh, sehr schön. Und wir haben noch drei Pokémon zur Auswahl. Mein nächster fies. Hier, so. Und als nächstes kommt Voltoball. Dann zeig ich mal her, Voltoball. Alter. Und eins haben wir noch. Navibarak, wirst du irgendein Forum retten? Uiuiui. Mautzi hilft jetzt nirgendwo, ne? Nö. Ah, naja. Haben wir gleich ein achtes Forum offen. Ist doch cool. Natu. Hauen wir einfach ins erste Forum rein. So, können wir rausgehen und dann machen wir endlich weiter. Mit was eigentlich? Team Kai-Basis sind wir fertig. Ich kann ja nochmal schnell nachgucken, was TM 49 ist. Haben wir ja bekommen. Übernahme. Steht die Effekte der Gegnerstattung? Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gebrauchen kann, aber... Und ich will jetzt spielen, Mann, ich komm voran, ja. Und deswegen gehen wir zur Kryptofestung. Jetzt müssen wir eigentlich weiterkommen, denn wir haben ja ein bisschen mit Drakrai gequatscht. Der findet uns ja doch ganz cool und findet es cool, dass wir ihm helfen. Und da ist Dolph der Arsch. Mit seinem Sengo. Aber diesmal, Leute, diesmal sieht's anders aus. Hihihi. Hör auf rumzuschiffeln, du nervst! Und glaub bloß nicht, du wärst der Größte, nur weil du mich einmal besiegt hast. Das war sowieso nur Zufall. Und das gibst du so mit diesem komischen Maschine im Dicken an deinen Arm an. Du bettelst geradezu dazu, eins ausgewischt zu bekommen. Ich mach jetzt jederzeit, sofort, gerne kleiner als aus dir. Der doofe Dovidol. Strolch. Ja, der dreht natürlich total durch. Der will doch nochmal kämpfen, obwohl er eigentlich sagte, der gibt uns nicht mehr ab. Aber diesmal, Leute, diesmal holen wir uns seinen Sengo. Der wird noch. Ja, der wird sich noch wundern, der Kerl, wie stark wir geworden sind seit dem letzten Treffen. Jetzt werde ich ihn nämlich in Grund und Boden stampfen. Natürlich werde ich mir das Sengo klauen, weil Sengo einfach geil ist. Level 28, war die vorhin auch schon so low? So, machen wir mal kopflos. Ich denke mal, kopflos killt Sengo nicht. Aber Psychokinese killt wahrscheinlich Dodo. Bam! Sehr schön. Oh, wie wenig XP Steuerer kriegt. Also, nicht wie wenig, sondern wie wenig XP das Verhältnis... Steuerer, also wie weit und wie schnell die Leiste verhältnismäßig zu anderen Pokémon steigt. Alter, aber Sengo ist trotzdem immer noch sehr stark, auch wenn es jetzt schon schwächer ist im Gegensatz zu meinen Pokémon. Oh, das war gut. Jetzt muss ich gucken, was ich mache. Kalivana ist ja ein bisschen doof. Ich mach mal bis auf Sengo und mach Bodycheck auf Kalivana. Sengo dürfte eigentlich nicht besiegt sein. Gut, perfekt, perfekt. Solange er sich nicht selbst irgendwie killt, wird alles gut. Autsch. Bis aufs Psyana wetten. Ja. Fokusband, geil, Mann. Das ist geil, Mann. Das ist cool. Das finde ich toll. Oh, Steuerrak. Du kannst doch nicht einfach. Mann, oh. So, Psyana wird wahrscheinlich eh besiegt. Ich schmeiß mal einen Superball auf Sengo. Und dann Bodycheck auf Kalivana. Los, los, Kalber hier. Ich mach mal wieder die AB-Kombo. Ne? Hier hört wahrscheinlich das Tasten. Button-Mashing und Button-Smashing und so. Ich weiß ja nicht, warum ich schon anfangen hier. Jetzt, go, 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 Pokéball. Oh. Ja, also. Ja. Cool. Oh nein, Psyana. Mein Arm ist Popel, moin. Naja, am Pharos will auch ein bisschen kämpfen. Kann dann Kannibale eins auswischen.
Der freut sich auch. Das finde ich so cool, ey. Immer wenn ich an Paros Ende sind, da muss ich grinsen, weil er so happy ist, ey. Der hat mich hier so rum mit der Kopf. Yeah, yeah, yeah. Grinse mal voll hier. Voll cool. Bam, Bodycheck. Oh, oh. Boah. Ich muss mir jetzt mal die Werte von Steuerrack angucken. Denn bei Stolina war es lange nicht so stark. Ist zwar auch schade, dass Steuerrack nicht diese eine Spezialfähigkeit hat, diese eine Fähigkeit, dass die Rückstoßtreffer verringert, also komplett verhindert werden, also total immun gemacht werden, aber ist trotzdem stark. Was hat er denn sonst für ein Dings? Muss ich mal gucken. Robustheit, keine Eintreffer K.O.-Attacken. Naja. Aber wir sehen da gut. Angriff 63, Verteidigung 101. Vergleich. Hat mehr Angriff als Ampharos. Und auch ähnlich viel wie Psyana. Das gefällt mir. Also seit der Entwicklung ist Stolunia mittlerweile Steuerrack wesentlich stärker. Finde ich cool. So, jetzt aber mal ein bisschen draufhauen. Machen wir Donner auf Vipitis und schmeißen dann nochmal einen Superball. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Hyperwelle verschwenden. Das Vieh ist ja erst Level 28. Einfach mal hoffen, dass es jetzt klappt. Und go, Pokéball! Oder Superball. Ich lasse jetzt, ich drücke eventuell einfach ganz langsam und leicht auf die Tasten drauf. Ich möchte aber nicht, dass ihr voll belästigt werdet durch das ganze Button-Smash hier. Und Sengoku wurde gefangen. Sehr schön. Ich habe ein neues Kätzchen. Ein kleines süßes Kätzchen. La, 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 la. Oh, los, Ampharos. Na, na toll, na toll, na toll. Ist ja wieder typisch. Ja, gegen Gestein Stahl kommt so ein bisschen nicht doll an. Madonna auf Relikant und Bodycheck auf Vipitis. Jetzt hier erstmal hier schön Gewitter und voll so. Rotmann. Sehr schön. Ach, ich mag das, Leute. Ich mag das. Das ist immer so schön. Geil, meine Erfahrung ist Level 34. Giftschweif, oh nee. Na, wie stark ist Steuers gegen Vipitis? Nicht schlecht. Geht auch eigentlich. Ich finde auch cool, dass andersfarbige Stolos. Warum sag ich Stolos zu Steuerrack? Steuerrack natürlich. Hier das andersfarbige Steuerrack. Oder allgemein Stolunia, Stolos und Steuerrack. Die sind alle, wenn sie andersfarbig sind, so leicht grün angehaucht. Also die graue, der graue Panzer unter dem Stahl ist dann eher grünlich. Aber die Augen sind so krass rot. Das sieht so cool aus. Und am Ampharos wäre dann violett. Also so ein Lila-Pink-Mischung eigentlich. Nicht ganz violett, sondern so Lila-Pink. Ach, keine Ahnung, Mann. Ich habe jetzt einen Sengoku, Mann. Ich habe einen Sengoku, Mann. Ich bin jetzt der Coolste. Da, der kleine Mutz hat mich tatsächlich erwischt. Und Captain Olaf wird rasend vor Wut. Scheint eine Fliege zu machen. Weit weg von hier, warum ich den Kopter nicht mehr erwischen kann. Tschüss, du Punk. Du hast mich zum letzten Mal in die Pfanne gehauen. Aus der Rindolf. Ich schätze mal, dass da drinnen ein Vitalisator sein wird, deswegen bleibe ich einfach ganz normal dabei. Ja, die beiden Pokémon können ruhig kämpfen zusammen. Passt. Hey, hey, das ist kein Ort für ein Kind wie dich. Nein, nein, du darfst hier nicht rein, treu dich. Haben die schon mal gesagt. Hey, die seltsame Maschine. Sie sah aus wie dieser Junge, den sie im Fernsehen zeigten. Oder doch nicht? Sag mal, warst du schon im Fernsehen? Ja. Was? Du bist der Kleine, der sich mit Team Krypto angelegt hat. Wow, das ist die Gelegenheit. Ich mach dich platt und verdiene mir damit den Posten als Vorstand. Halt! Stehen bleiben! Ja, Drakrai. Wie Drakrai war voll muskulöses, ey. Der Junge hat was Besonderes. Gegen den habt ihr keine Chance. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, dann lasst ihn durch. Was? Das ist laut Kichere. Hey, Kleiner, das übernehmen wir. Jetzt einen Aufstand zu proben, würde nur den Rest der Bande alarmieren. Hey, Brutus. Yep. Was soll denn das, die Leute von Team Krall? Was habt ihr vor? Du, Flor, verteile deinen Schlafpuder. Bläh, hässlich, Sabber. Sehr gut, Brutus. Haha, immer gern zu Diensten. Das ist deine Chance, beeil dich. Wir können Team Krypto jetzt endlich hochnehmen. Das fand ich total cool zu dem Moment.
wenn man hier wirklich hingeht, dann kommt aber immer der Krall an und hilft einem. Das finde ich richtig cool. So Leute, und ja, dieses pyramidenähnliche Ding ist die nächste große Kryptobasis. Und das Ding ist wirklich, ja, mehr oder weniger groß. Autschen. Eindringling entdeckt, aber es ist nur ein Kind. So Leute, ich mach mal ganz kurz das Fenster zu. Nicht wundern. Ja, ja, ja. Wurde mir dann doch etwas frisch. Er hat Milon und Papinella. Ich frag mich, wo der Vitalisator hier ist. Muss man ja probieren heilen. Noch ist es ja ganz okay und so, aber ne, ihr wisst schon. Ich bräuchte eigentlich. Ja doch, eigentlich bräuchte ich für Steuerhackmann wie Erdbeben oder sowas. Das wäre geil. Funkensprung, oh, nee, paralysiert doch wieder. Oder auch nicht. Das ist mir jetzt neu, das Funk um mich auf Anhieb paralysiert. War ja sonst immer so bei Elektroball, ey. Vom letzten Party, scheiß Elektroball, mein. Mensch, Mensch, Mensch. Aber Steuerhack ist Level 33, das ist schön. Das gefällt mir sehr. Da-da. Ein Ledian. Ich finde, das ist eigentlich so ein schwaches Pokémon. Naja, seine Entscheidung, was er leveln will und nicht. So, Minun ist in der nächsten Runde dann auch weg. Autschen. Ledian war auch wieder Käferflug, ne? Wäre jetzt eigentlich egal, weil ich sowieso Donner eingesetzt hätte, aber... Ne? Einfach so, um das zu wissen. Oh nein, nicht Paralyse. Verdammt. Oh, Ampharos. Psychstrahler, klar, bestimmt auf. Nicht auf Stolos. Das ist ja Stahl-Pokémon. Ich will immer Stolos sagen, man. Wird Zeit, dass sich Stolrak entwickelt, gerade weil ich immer Stolos sage. Sehr schrecklich. Stolrak, so ein schwerer Name. Oh, so fast tot, ey. Yeah, XP, Mann. Von so einem kleinen Minion, ey, hat der alles gebracht. Oh, Illumise. Auch so ein fettes Bienenvieh, ey. Was die ans Gamer mit ihren fetten Pokémon haben. Oh Mann. Eishieb, na klar. Haha. Erstmal fett paralysiert. Und Lydia muss tot sein. Ja, hätte es. Mir war klar, dass er das nicht überlebt, wenn Donnermarin haut. Das gibt schon ein bisschen mehr XP. Bam! Voll die Headbutt, Alter. Ich würde sagen, da kann ich jetzt mit Kopfnuss und Donnerschlag reinhauen. Eventuell bist du selbst schon tot. Bam! Sehr schön. Ja, am Faust hat auch gut Power. Muss ich sagen, finde ich gut. Wir haben die Olle besiegt. Hauptsache sie ist Kreti. Aber du bist nur ein Kind. Die heult immer. Und dann, ja, ich sehe schon kommen. Dann kommt so ein Krypto-Typ und er macht wieder hier super Akrobatik. Ich setze mal so ein. Ja, ich setze mal Sejong anstatt Steuerrack ein. Hier ist eine Treppe, da ist noch ein Typ. Ich besiege einfach mal, dann gehe ich mal links lang. Ich hoffe, dass ich irgendwo mal einen Vitalisator finde, mein. Wenn nicht, muss ich auch noch rausgehen zum Pokémon-Labor oder was. Hier bietet so ein Krammux. Hier wäre Psyana jetzt echt geil. Beziehungsweise doch am Pharos. Ach, ich hab ja am Pharos. War ja so. Kämpfe mit am Pharos und Sejong. Das ist voll krass, wie fett Sejong gegen am Pharos ist, ey. Am Pharos passt ja fast zweimal rein. So, Eisstrahl auf Krammux und Donner auf Vipitis. Dunkelnebel. Genau, Nachtnebel werde ich mit Dunkelnebel verwechselt im letzten Part. So, zack, Volltreffer, das ist bis tot. Ja, geil. Voll die abkräpelnde Schlange so. Paras. Wieso hat der ein Paras? Krypto. Ja, dann ist er klar, ne? Dann ist klar. Krypto-Paras, ey. So, ich hoffe, Krammux ist jetzt auch tot. Eisstrahl ist ja eigentlich auch stark. Zack. Genau, der Spezialangriff von Sejong ist ja auch nicht ohne. Sehr schön. Und hat er noch. Ja, und Vulcano, cool. Da wünsche ich mir jetzt echt Surfer. Da wäre Yugong bzw. Der Kerl hat zwei Krypto-Pokémon. Ist ja interessant.
Ganz ehrlich, Leute, ich bin positiv überrascht. Ich will jetzt nicht tot machen, ich will jetzt nicht zu doll verletzen.